Hallo Freunde der Blöcke und willkommen zu einer seit Ewigkeiten neuen Folge von Magic Farm mit mir alleine. Wie man merkt, wenn ich springe, habe ich wahrscheinlich mein Jetpack vor einiger Zeit mal aufgeladen. Ui, ja gut. So, also ich muss mich erst wieder an die Steuerung gewöhnen. Ich habe hier schon sehr lange nicht mehr aufgenommen, was daran liegt, weil ich habe mit Meter sehr viel vorproduziert für die Zeit, in der er im Krankenhaus ist. Was dazu führt, dass alles, was ihr hier seht, ungefähr 5 Wochen nach, also in der Zukunft spielt, wenn man jetzt vom Magic Farm Let's Play mit Metos ausgeht. Ich kann trotzdem nicht alle folgen und ich wollte unbedingt mal wieder aufnehmen, weil, naja, wir haben dieses Haus hier gebaut, als ME-Haus sozusagen, als letztes so ziemlich. Da wollten wir den ganzen Quark da oben rein tun. Und damit wir auch noch schön ausbauen können und damit es auch noch nach was aussieht. So, 2 Dinge sind mir aufgefallen. Erstens, hier konnte man nicht rein, da habe ich ja schon mal die Platten hingemacht, die ich hatte noch im Inventar. Zweitens, sieht das hier arg gräuslich aus mit der Zeit. Also wenn man hier mal lange drauf guckt, da wird man langsam wild. Und wir können das garantiert nicht machen ohne Energie, weil am Tag, wenn da so ein bisschen, wenn da von mir das ein Erz oder so durchgebrannt wird oder durchgeschreddert und dann gebrannt, dann geht das System aus, geht bis abends nicht mehr an. Das bedeutet, dieses Energieviech von hier hinten, das reicht nicht, obwohl es eigentlich fast nie komplett leer wird. Ist, wenn man mal 2, 3 Jetpacks hintereinander auflädt, aber das wird eigentlich nicht notwendig sein. Also ich habe keine Ahnung, wo die ganze Energie hinmacht, auf jeden Fall weiß ich, wir brauchen viel mehr. Nun habe ich mit Metos also noch verfügbar war Rücksprache gehalten und ich soll mir hier einen schönen Platz suchen, wo ich das Ding hinbaue. Da baue ich dann ein Energievieh, ein sehr großes Energievieh und irgendwie stört mich der Nebel. Warte mal, kann ich dann nicht vielleicht Grafikeinstellung, Sichtweite, winzig weit. So, mal gucken, ob das dann, wenn es zu sehr laggt, muss ich es wieder rückgängig machen. So, jetzt ist auf jeden Fall weniger Nebel. Also, ich soll mir einen schönen Fleck suchen und dann bauen wir dann nachher irgendwie so, dass es dann wieder schön aussieht. Aber auf jeden Fall brauche ich das Energiehaus und dann kann ich das ja anschließen. So direkt vorgestellt habe ich es mir noch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das mit magmatischen Dynamos und so machen werde. So, ich werde ungefähr von diesem Prinzip hier ausgehen. Ich weiß, dass eins von den Dingern 80 macht und so diese Leitungen hier jeweils 10.000 transportieren kann. Nun bin ich, da weiß ich nicht, wie falsch das ist, was ich da rechne, wenn ich jetzt hier 4 mache, die dann nach oben und unten gehen, habe ich dann, kann ich dann 4 theoretisch übereinander stacken. Also das Ding lastet die hier für gewöhnlich aus. Dieses ganze Ding. So, und da ich es gerne quadratisch hätte, habe ich 10.000 durch 80, warte, Taschenrechner, 10.000 durch 80 sind 125, sagen wir 128 und die Wurzel von 128, das ist keine Quadratzahl. Wir nehmen einfach die Wurzel von 128. Moment, ich google die Wurzel jetzt mal. SQRT, Klammer auf, 1, 2, 8, Klammer zu. Es sind 11, also machen wir 12 mal 12. So, 12 mal 12 sind 144. Das schreibe ich mir mal in Chat, damit ich es mir merke. Und ich habe nebenbei auch Kommentare rausgesucht. Ich hoffe, dass ich in der Nähe von dort angekommen bin, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Ich bin jetzt einfach mal 2 Monate zurückgegangen. Länger in allen Kommentaren. Ich hoffe, dass das auch wenigstens annähernd dran ist. Und hui. So, das musste sein. War das gerade draußen? Ach ja, hier ist ja offen. Also auf jeden Fall ist das Ding nachts ausgelassen. Es liegt aber auch daran, dass die eben, was sie rausgeben können, rausgeben nachts. Ja. Also 12 mal 12 sind 144. Ich baue mal ein Stockwerk schon mal komplett. Also brauche ich Fluidukt haben wir 20. Ich öffne mal meinen Kalk. .exe. So, also 144. Dafür brauche ich noch, sagen wir mal, wir bauen. Ja, ich mache mal 4 Anschlüsse noch nach oben, also plus 4. Minus 20.
Es sind 128 Fluidukt. Wir haben kein Rezept für Fluidukt. Ah. 128 habe ich gesagt, jetzt habe ich Escape im Rechner gedrückt. Wo war der Stand so hier? Rezept. Zack. Kupfer. Von welchem Kupfer haben wir denn mehr? Von Thermal oder Tinkers? Kupfer. Von Thermal. Aber jetzt habe ich ja so. Stanzer. Zack. So, kodieren. Jetzt darf ich die rein tun. Ein Glück habe ich. Ein Vorteil hat es, dass ich hier nichts gemacht habe. Nämlich den, dass hier eben schon sehr viel vorproduziert ist. So, zack. So, jetzt Fluidukt. Crafte mir 1, 2, 8 bitte. So. Dann brauchen wir magmatische Dynamos. Haben wir noch 71? Gut. 1, 4, 4 minus 7, 1 sind 7, 3. Also 73. Los. So. Macht die jetzt auch. Also wir haben Dynamos und wir brauchen noch Redstone Energieleitung. Haben wir 29. Da brauchen wir auch 48 von, aber wir haben ja hier. Also ich meine, die werde ich erstmal füllen. So, Redstone haben wir 20.000. Das ist auch erstmal annehmbar. Das Problem ist, uns wird auch sehr häufig uns die Energie hier einen Strich durch die Rechnung machen. Weil das Zeug braucht Energie und das Ding braucht Energie und wir brauchen das im E-System zum Craften, weil die werde ich garantiert nicht alle von Hand craften können, diese ganzen Rezepte. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Ressourcen hier drin sind arg putzig verteilt. Also so richtig putzig. Weil, ich meine, grün ist ja leer, also oder zumindest hat noch Platz für ein verschiedenes Item mindestens. Gelb heißt, es ist zwar kein verschiedene Items mehr, aber es können überhaupt noch Items rein. Nun frage ich mich, wie die drei hier oben sind neu. Da ist rot, hier ist rot und hier sind überall mal grüne Punkte. Eigentlich sollte das kann also sinnvoller sortieren, ist manchmal nie möglich, oder? Naja. Also. Fluidukte sind fertig, sind sogar ein paar mehr geworden. So. Magma-Dynamos. Hat er nur eins gemacht? Was fehlt denn? Ach, Invar. Och nö, wie macht man das denn nochmal? Oh. Okay. Rezept. Schmelzerei. Ja, Induktionsschmelzer. Also Eisen und Ferrol. Eisen. Brauchen wir zwei. Da nehme ich einfach mal vier Stacks. Und Ferrol nehme ich dann zwei Stacks. Zwei. Haben wir auch ein bisschen weniger noch von. Naja, gut. So. Dann laufen wir geschwind hier, so schnell es eben geht, hier runter. So, von oben, das brauchen wir gerade nicht. So, von Konfiguration, von oben ist lila, lila ist rechts und rechts muss das weniger rein. Und links ist das Eisen und jetzt sollte er anfangen. So, und das verbraucht alles Energie, die wir, naja, nachts haben. So. Hier, dieses ganze Zeug, das könnte man dann prima automatisieren. Das wäre überhaupt kein Problem. Ich lass dich einfach mal machen. So, hier oben kommst du sowieso nicht hin. So. Jetzt werde ich aber mal wieder auf die Seite mit den Kommentaren gehen. Sieht man glücklicherweise alles nicht. Und vor allem, ich nehme mit. Mit mehr FPS auf, als Minecraft mir anzeigt und irgendwie die Datei aber nicht und Festplatte blinkt wie bescheuert. So, also. Wird man in der Gummizelle verrückt, wenn man eine ganze Folge drin bleibt? Du, es reicht sogar schon 10 Minuten da drin. Weil ich meine, da drin ist höllisch langweilig, alle machen was und du kannst nichts machen und wenn ich hier richtig mache, brenne ich. Lieber zocke Minecraft. Ich habe mir vorgenommen, öfters die Namen vorzulesen. Was war denn das? Was du das? Du spinnst wohl.
Wie viele Herzen hast du denn? Ah, toll. Super Schuhe. Die jetzt aber wieder Energie brauchen. Ach, ich hab's ausgeschaltet. Gut. Zack. 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 Nicht den Gleitschirm. Zack. Man wird verrückt. Bam, 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 bam. Du bist ja ein Junge. Ja, bin ich, Petra Morkri. Ich bin ein Junge. Ach, und es tut mir leid, wenn ich Namen falsch ausspreche. Ich versuch's, aber wenn nicht, dann kann ich auch nicht anders. Ich sing toll, danke, Lana, Lara. Vielleicht sehe ich auch nie den ganzen Namen. Ja, mal gucken. Wie heißt du wirklich? Du, das sage ich dir nicht, liebe Gianluca. Dein Vorspann ist zu geil, sagt Hallo Boom Beach Stolbrock. Jo, für die auch. Wie heißt das nochmal, Magic Farm? Das ist Magic Farm 2, das... Ich habe keine Ahnung, das gab's mal ganz normal über den Feed the Beast Launcher, aber mittlerweile irgendwie gar nicht mehr. Es tut mir arg leid, aber ich kann da leider nicht viel dagegen oder dafür unternehmen. Es obliegt mir nicht. Naja. Ah, baba. Ich bin dein Lieblings-YouTuber. Danke, Luca. Yama, I hat you. No. Aber mehr als no sagen kann ich dann nicht. Ich meine, ich weiß nicht, wie du das meinst, aber es soll wohl schon so gewesen sein, dass es ja also auch schon einige ernsthafte Verehrerinnen gab und Verehrer. Und das Problem an der Sache ist nur, dass ich habe euch ja auch alle gern, aber ich kann nicht. Ich kann euch weder treffen, noch mit euch in den Arm nehmen, noch euch lieb haben, noch Hallo sagen, noch Brötchen backen. Weil, ich meine, ihr kennt mich nur von YouTube und anders geht's nicht. Gamescom und alles das ist viel zu weit weg von meinem Standpunkt aus. Und meistens sind nicht mal Ferien, wenn die sind. Und ich kann nicht außerhalb der Ferien 9,5 Stunden hinfahren mit dem Zug und dann nochmal 9,5 Stunden zurück. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht mal wirklich in den Ferien. Zumal ich dann dort auch irgendwo bleiben müsste, weil ich meine, so eine Reise schaffst du an einem Tag zwar gerade so, aber ich meine, ist ja nicht das Ziel, von einem Tag den Tag rumzukriegen. Glaube ich, wenigstens. Ich will nicht fortspringen. Mensch. Ja. Schaust du eigentlich auch die Videos? Liebe Annemarie Prior, ich habe mal nachgeguckt. Ich habe sehr aktive Fans, also einige davon. Die Anzeige wird leider von YouTube demnächst wieder entfernt, wo man nachgucken kann, wer die aktivsten Fans sind. Und ich werde auch nicht jeden sagen, der so aktiv ist bei mir, weil ich freue mich natürlich bei jedem Kommentar und jedem Zuschauer. Aber ich meine, wenn einer ganz besonders dabei ist, dann freue ich mich natürlich mehr, als wenn er nur einmal dabei ist. So ziemlich wenigstens. Meistens, manchmal. Also, ja doch, eigentlich schon. So, wir haben auf jeden Fall jetzt 128 davon. Das sollte genug sein. So, wie viele von diesen Magma-Dingern haben wir denn? Magma 27. Oh, ich habe einen Stack und 34. Wann habe ich denn den abgeholt? Naja. Ich schaue eigentlich die Videos von Metos sehr selten da. Ich meine, Pistenhaus-Folgen habe ich immer noch mal geschaut. Weil, also nicht Pistenhaus-Survival, sondern richtige Pistenhäuser. Von denen ja eigentlich auch noch gebaut wird. So, also, aber das verzögert sich im Moment irgendwie alles und im Moment ist alles irgendwie ganz komisch. Naja. Ich hoffe mal, das gibt sich wieder. Ist ja auch so, dass man in der 11. Klasse sehr viel stressartige Zustände hat. Was ist das eigentlich hier? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja gut, dann sind auf jeden Fall mindestens eine Leitung ausgelastet. Und ich werde dann einfach seitlich so viele Leitungen runterführen, wie es
benötigt, um eben dann noch die Energie abzuführen. Und dann kann man ja unterm Haus, man kann ja auch irgendwie, naja, auf jeden Fall baue ich erstmal das Energieviech und das Haus wird dann irgendwann drumherum gebaut. Oder das Ding wird ins Haus implementiert. Und ich weiß nicht, ob man es mir übel nimmt, wenn ich hier mal diesen Regen etwas leiser mache. So. Weil der stört dann schon ein bisschen. Ja, die neuen Videos gucke ich eigentlich eher nicht, weil in den meisten bin ich dabei und in denen ich nicht dabei bin. Ja, es ist halt auch so, dass ich ungefähr 100, 200 YouTuber schaue und von denen halt auch jedes Video, weil ich die sehr, sehr mag. Und ich mag Meters zwar auch sehr, nur bei ihm sehe ich schon die meisten Videos und das schon bevor sie alle anderen sehen, nämlich weil ich dabei bin. Und die anderen Videos haben auch einen anderen Stil, die sind ein bisschen, ich meine, die Videos, denen ich dabei bin, gefallen mir natürlich an sich mehr, weil da ist mein Stil mit drin, den ich halt mag, weil ich das halt beeinflussen kann. Jetzt ist wieder fast alles. Ist jetzt, täusche ich mich oder ist jetzt irgendwie wieder mehr rot? Egal. Magmatischer Dynamo, 9 Stück. Fehlt denn schon wieder Invar? Es fehlt natürlich wieder Invar. Nehmen wir nochmal Eisen. 4 Stacks. 1, 2, 3, 4. Und nehmen wir nochmal, wie heißt das andere? Ferr. 1, 2. Ja. Und tun das in diesen halbautomatischen Induktionsschmelzer hinein. So, hier oben kam das Ferröse rein und hier links da Eisen, nicht die Himmelspflasterstein-Cover. Die Cover? Der Cover. Der Cover. Ja, ich meine natürlich in denen du nicht vorkommst, weil das die schauen. Ja, also ich meine, es ist aber genauso. Wenn ich welche schaue, dann sind es die ich, wo ich dabei bin. Und das sind, wenn, dann Pistenhaus-Folgen. Ich gucke mir da auch ab und an mal eine alte an, aber die Kommentare von denen lese ich nicht mehr unbedingt. Wenn sie neu ist, würde ich sie auf jeden Fall alle lesen und auch öfter mal vorbeischauen. Und als ich keinen eigenen Kanal hatte, hatte ich ja immer bei Meters in den Kommentaren gehockt, weil da war ich bei Meters in jedem Video dabei. Und es waren halt nur Pistenhaus-Folgen und irgendwie, ehrlich gesagt, gefällt mir das auch besser. Ich meine, jetzt habe ich das Gefühl, sind wir 0815 Minecraft-YouTuber, also die machen, die zwar kein PvP machen, zumindest ich nicht, aber ansonsten haben wir nicht mehr, ich meine, mit den Pistenhäusern hatten wir eine Reihe, das haben schon die wenigsten und wir haben etwas Kreatives und etwas, was man nicht so einfach kopieren kann. Magmatischer Dynamo haben wir 3 Stück. Weißt du was, ich fange schon mal an. Wir haben ja jetzt schon mal genug, da kann man jetzt erstmal eine Stelle suchen. Und unten drunter mache ich das Fluidukt. Ich mache das unten drunter. Ich brauche noch, sagen wir mal, wo machen wir denn das hin? Ich liebäugle ja etwas mit diesem Platz hier. Aber ich meine, hier so ein Wolkenkratzer hin, ich weiß nicht. Vielleicht mache ich auch 4 von diesen Energiedingern in einem Stockwerk jeweils, diese 12x12 Dinger. Aber weißt du was, ich fange einfach an. Es liegt ja nicht an mir, das schön zu machen. Das muss ja dann Meters machen. Also hopp. So, vielleicht hätte ich einen Sichelhammer mit, das ist sehr gut. Oh, und das waren auch noch, das waren schreckliche Zeiten, als wenn diese Dinger noch von der Hand abbauen musste. Das ist bei Blumen auch heute noch so. Wenn ich über eine Blume drüber baue, dann will ich für gewöhnlich über, ich hätte mit 10 sollen, über die Blume drüber bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jetzt mache ich einfach bis hier rüber. So. Das baue ich schon mal von hier hin, dann treffen die sich schon irgendwo. Zack. Lass mich. So. So, der Regen stört auch langsam ein bisschen. Ich würde ja hier sehr gerne sowas wie so ein bisschen Musik einspielen. Das größte Problem an der Sache ist, dass ich nicht wirklich Musik habe, die dazu passt und an denen ich auch die Rechte hätte. Und ich trete kein Netzwerk bei, nur wegen Musikrechten. Das wäre etwas
Das wäre nicht adäquat. Ich meine, das, so ein Netzwerk lohnt sich für mich. Ich sehe wenig Nutzen in einem Netzwerk an sich. Aber ich glaube, da habe ich schon mal drüber philosophiert. Ich meine, wenn ich jetzt irgendein YouTuber wäre, der, was weiß denn ich, Reisen filmt oder irgendwie Reisendokumenten macht oder irgendwelche Förderprojekte in irgendwelche Regionen anguckt, die von denen noch kein Schwein gehört hat. Der soll sehr, sehr, sehr gerne sowas machen. Nur ich halte mich dafür. Erstens mache ich das nicht. Und, ich meine, in dem Fall könnte ich mir schon vorstellen, dass ein Netzwerk da sehr nützlich ist. Allein schon, weil die einem eventuell da Firmen oder sowas in der Art an die Hand geben oder irgendwelche Reiseportale dann als Sponsor hat oder sowas in der Art, dass er dann auch eben auch dorthin kann und nicht nur darüber philosophieren zum Beispiel. In solchen Fällen kann ich mir vorstellen, ist ein Netzwerk recht wichtig, schon allerdings. Ich meine, in manchen Fällen, gerade bei Spielen und so weiter, die meisten Netzwerke haben keine wirklichen Lizenzen von den Publishern. Und stell dir mal vor, du wirst aus dem Netzwerk austreten wollen. Dann hast du da Haufen Videos mit Content, an denen du keine Rechte hast. Und ich habe noch 46. Das ist sicherlich alles andere als gut. Und ich habe vergessen, auf die Uhr zu gucken. Bitte sei nicht wieder viel zu lang. Ruheaufnahme seit 1938, wir haben 20 Uhr. Sie ist definitiv wieder viel zu lang mit 22 Minuten, obwohl es geht eigentlich noch. Das Schlimme ist auch, dass ich mich dann immer aus Gedankengängen reißen muss und dann in der nächsten Folge hoffentlich daran wieder anknüpfen kann. Aber ich setze jetzt noch die paar. In der nächsten Folge werde ich dann zurückreisen. Also diese paar Meter. Und, ja, noch die restlichen, die produziert sein dürften. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis heute, morgen, übermorgen, je nachdem, wie auch immer ich das hochlade. Bis irgendwann, nächste Woche, zwei Wochen, keine Ahnung. Und danke fürs Zusehen. Tschüss. Danke. Tschüss.